Die ist... Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Ja, was ist das hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Die gerade fast übersehen. Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Igning weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Also, hier, nimm. Also ganz ehrlich, die Namen haben so ein bisschen was von Harry Potter. Ich wollte es nur mal sagen. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Einfach so? Luminosa. Das brennt in den Augen. Luminosa. Das hat sie pulverisiert. Kann ich hier rein? Was? Boah, hier gibt's wieder Loot. Der Karren ist gerade voll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Oh. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was okay, wir sie können jetzt nur noch den Beutel machen. Aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Dann würde ich sagen, machen wir den Beutel. Oder? Ja, komm. Endlich, das wird nützlich sein. Ja. Wingardium Luminosa. So sieht's aus. Aber das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Also jetzt so ein. Das Akadukt, wir sind fast da. So ein. Na, endlich. Jetzt werden wir mehr. Ach, Feuerball? Kletter hoch, ich helf dir. Ja. Schon schön. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh! Aquädukt. Aquädukt! Aquädukt! Maggie, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Nee, warte. So, jetzt. Oh, gut gesehen. Ja. Ich hab die Adleraugen. Komm, hoch also, mit dir. Eigentlich nicht, na, aber. Gut. Nicht mal schon. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Hä? Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Ich. Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Das ist mein Mädchen? Lol, wo sind... What? Wo sind wir denn hier? Wow! Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Foto. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut gemacht. Dankeschön. Überquere den See. Da hinten ist Loot. Müssen wir erstmal nochmal abgrabbeln. Ich finde es auch cool, dass natürlich der Loot wieder so schön hervorsticht. Dass ich das von Weitem schon sehen kann. Das ist sehr schön. Okay. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Okay. Melly, ich brauche deine Hilfe. Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Also ist schon cool, so und Leute dabei zu haben. Das war so kalt, ich musste heulen. Um, dass die Arbeit machen? Da hätte ich auch heulen müssen. Finde ich angenehm. Euer Boot wartet. Ja, danke. Kann ich einsteigen? Ja. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Und jetzt lasst uns bitte Los geht's. Auf die andere Seite. Wow.
Ey, fall mir jetzt bitte nicht ins Wasser, ey. Ich sehe gar keine Fische. Ja, hey, hey, hey. Das liegt an dem Monster. Ho, ho, ho. Was, ein Monster? Gehst du da weg? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Wie lange kannst du heute denn streamen, Benni? Uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Na, noch eine Stunde ungefähr. Furchtbar hungrig. Noch eine Stunde geht's. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ah, ja, ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Ach so, und hier haben wir nur eine Kurbel, das, damit ich... Gut, ach so, okay. Hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Sind jetzt wirklich die anderen dran oder gehen wir erstmal den Loot holen? Wir gehen erstmal den Loot holen. Nicht, dass die denn hier uns was wegnehmen wollen. Okay, hier ist alles full. Aber kann ich noch was machen? Also das da ist auf jeden Fall immer gut zu wissen. Oh, ich habe keinen Alkohol mehr. Nein! Ich brauche so viel Alkohol. No. Okay. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Oh. Achso. Hallo? Ihr seid dran. Wir kommen. Und jetzt? Gut. Ihr könnt loslassen. Natürlich. Ja, wie denn? Komm mit. Komme. Achso. Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Okay. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen Dinge. Los, gehen wir weiter. Erwachsenen Dinge. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Also ich würde es auch cool finden, wenn sie uns das mal zeigt, wie wir das machen könnten, dass wir nicht mehr auf sie angewiesen sind, um Schlösser zu knacken. Wäre auch ganz toll. Na bitte, na... Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Okay. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, das heißt, lass uns mal nachsehen. Wir können das jetzt hier... Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge los. Von ihnen. In den Graben. Wir müssen auf die andere schon Seite. Lange her. Ja, lass mit. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Oh, und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Okay, also ist es jetzt richtig, dass wir jetzt hier... Komm, ich hebe dich hoch. Yep. Alleine hochgehen? Ohne unseren Bruder? Also ohne Hygio? Okay. Also anscheinend ja. Aber gut. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich nochmal gucken wegen Loot. Na los, kommt rüber, ihr faulen Pelze. Achso, da hinten ist Alkohol. Alkohol! Kannst du so... Nee, kannst du nicht, ne? Schade. Ich wollte gerade fragen, ob er so freundlich sein könnte, um das da anzuzünden, aber... Verdammten Ratten. Gut, dann kümmere ich mich drum. Mach dir keinen Stress.
So, jetzt. Dann ab mit euch in die Grube. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Dann los. Ja, dann komm mal mit. Jetzt gehen wir nämlich wieder beide. Nicht hier noch was? Nee, hier ist alles cool. Folge mir. Natürlich. Tja, weiter geht's. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ja, das wär schon schön. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam noch nicht genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Ja. Wenn wir da ganz viel Loot da finden, hoffentlich. Oh, was ist hier oben? Ist hier oben noch was Schönes? Mach mal auf. Melly, übernimmst du? Aha. Ist erledigt. Dankeschön. Lass mich doch durch. Weg da. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Es nicht stinkt, hilft es nicht. Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz! Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Als ernsthaft? Okay. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Oh Gott, das ist ja wirklich wild. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Oh nee, warte mal, das wird nichts. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Lass mich dir helfen. Ja, wir warten trotzdem den letzten Blitz ab. Also es war mir jetzt gerade alles ein bisschen zu knapp. Ja, also das wäre auf jeden Fall schief gegangen. Wäre ich jetzt einfach da so YOLO reingerannt? Jetzt, na los! So, jetzt warten wir hier. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn das immer dunkler geworden? Los, wir werden es schaffen. Scheiße! Ich werde dir helfen. Ja. Oh Gott, ich habe bald keine Essen aus Flakos mehr. Ach nee, falsches Spiel. Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ambrage. Boah, von hier aus ist es sogar noch besser. Halt besser. Gehen wir rein. Los. Mit dem Namen, das ist ganz schlimm für mich. Boah. Ha, unglaublich. In okay. Dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ja, kann ich springen? Also, gibt's so die Möglichkeit zu springen? Wahrscheinlich nicht. Kann hier irgendwer... Achso. Kannst du das übernehmen? Na schön. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Solange es keine Ratten waren, ist alles gut. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Warte. Komm, bleib Hugo. Immer hier. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ambrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich.
Okay. Aber wie geht's von da aus weiter? Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ja. Ich lasse dir den Vortritt. Rampen sind dein Spezialgebiet. Sehr so. Großzügig. Ach, wieder mehr Stöcke. Okay. Let's do it. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Einmal anzünden. Jetzt können wir hier hoch. Okay, okay, soweit so gut. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Will die mich verarschen? Hey, seht mal. Oh. Ich wollte gerade sagen, ey, sind schon. Hey, kommst du jetzt? Mal, kann ich hier eigentlich alle darüber treiben? Geht das? Alle da so runter? Oh, nice. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Ich kann kaum erwarten, da unten zu sein. Danke. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Ja, ist doch okay, oder? Warum kommt sie denn nicht? Variona! Hello! Aber warum Sehen kam denn... Sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Oh. Okay, okay. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Ja, warte. Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich hab... Okay. Ich hab nicht mehr so viel Utensilien dafür. Für solche Sachen, leider. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, dann hau los. Mache. Mädel, mach. Schaffst du das? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Dann hoch mit dir. Achso, ich kann hier hochklettern? Lol. Wir werden es nee, kann ich nicht. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Hey, ich kann hier nicht hochklettern. Was erzählt sie denn? Also ich könnte es noch anzünden, aber was bringt mir das? Aber geht das nicht? Kann ich hier nicht? Ist nicht das Laken dafür da, zu sagen, hier kannst du hoch? Oder so? Nee. Warte mal, kannst du da hinten nochmal? Nee, geht nicht. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Zünde es an. Okay. Kann ich nicht, weil ich muss davon erstmal was wieder bauen. Achso, und jetzt kann ich hier hoch. Ah, ich verstehe. Okay. Mal ein paar Steinchen mitnehmen. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Ja, also ich bin ja auch hier draußen im Regen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich einen Regenschirm dabei hätte, Fräulein. So, kannst du jetzt denn anfangen, sie denn da reinzutreiben? Also...
Geht das? Achso, Y. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jo. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Vorher machen wir hier die Kiste auf. Sehr gut. Gut, dann... Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück. Okay, viel Glück. So, jetzt haben wir hier wieder Feuer. Kann ich irgendwie Adventure-Map-technisch hier weitermachen? Das ist schon besser. Achso, nee, warte mal. Ich kann doch jetzt bestimmt mit ihr zusammen sie hier hoch. Ich wäre soweit. Okay. Ja, safe. Sehr gut. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Spring doch hoch. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Manny die Verstohlene. Das Chateau d'Ombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Nein. Lass los. Wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Was? Muss ich jetzt wieder runter? Achso, ja, muss ich. Okay. Was war das? Nicht nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja, sehr witzig. Okay, kriegen wir hin. Das war gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir hier oben. Achso, jetzt kann ich das hier... Okay, ich verstehe. Jetzt können wir das hier nach da verschieben. Dann kann Melly loslassen. Und die Ratten... gehen woanders hin? So. Jetzt kann ich ihr sagen... Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Oh nee, jetzt sag bloß, wir müssen jetzt nochmal komplett... Wo ist denn hier mein... Da. Wo ist denn hier meine Leiter? Jetzt müssen wir nochmal das komplett mit dem... Mit dem anderen Dings machen. So, du bist auf der anderen Seite schon, sehr gut. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder hoch. Ich gehe hier wieder hoch. Ich will da hoch! Los, komm schon! Scheiße, wir haben es fast geschafft! Ja, beruhig dich! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So. Ready. Jetzt lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weißt du?
zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Ey, also da drinnen willst du aber auch nicht landen, also ist ja... Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Was? Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Aaron, 1, 2, 3, 3. Ja. Kommt zum Feuer. Vielen Dank für deinen Follow. Es ist herzlich riesig. Willkommen bei uns. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Es muss so kalt da drinnen sein, weil du so eine Sachen kriegst, die doch nie warm. Also selbst mit dem Kamin quasi davor ist es zwar warm, aber... Holy! Alle anderen Räume sind doch arschkalt. Unser Zuhause. Sagen. Schlechte Träume? Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Auch danke dir für dein Follow. Los, B3DO? Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Das ist auch ein geiler Name. Komm mit, dann wirst du's sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. So, erstmal hier wieder Loot abgreifen. Loot? Ach, ja. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Das ist hier unsere Base? Das ist unser Stuff? Wir alles müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Gehört alles uns. Wir haben eine Werkbank. Oh, warte. Können wir was wieder verbessern? Nein. Leider nicht. Schade. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Game so eine Art, wie nennt man das? Ich sollte bei Hugo bleiben. Homebase gibt, mäßig? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, der ist da hinten. Ja, aber wir wollen doch noch den Loot mitnehmen. Weil Loot, wissen wir doch alle, ist immer gut. Cool wäre, wenn wir natürlich auch hier unsere Base irgendwie ausbauen könnten. Also noch so, bisschen hübsch machen und so. Warte, hier ist auch noch was. Okay, also wir bleiben jetzt bei unserem Bruder. Bei Tigio. Die Sonne beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Was? Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Wir haben Alchemisten gelebt. Hugo, hol vielleicht eine Kerze. Laurentius. Das schaffe ich. Das muss es sein. Was braut er da schon wieder zusammen? Also ich hoffe, hier, das ist natürlich wieder noch was? Neuer Stuff ist für uns. Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Was ein zum Leuchtfeuer Essen für so? Den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Die Engelsträne? Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Uiuhu, auf jeden Fall. Okay. Also uns zeigt... Also unser kleiner Bruder zeigt uns jetzt die ganze Burg? Verstehe ich das richtig? Also da oben können wir pennen. Da unten ist Lukas und hast macht sein... Hast du eigentlich Melly gesehen? Alchemiekram. Vielleicht... Ist sie schon aufgebrochen? Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Emily ist ja jetzt nicht abgehauen, oder? Also, hallo? Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Hallo! Oh.
Ja, mach mit! Na, habt ihr beiden Spaß? Roomtour! Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Worum geht's jetzt? Bezahlung? Ihrem Bruder? Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Aber wir können doch helfen. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Was für Symbole? Geh nicht, ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo. Ja, gleich, was warte doch kurz. Was hast du gefunden? Warte kurz, ich habe hier noch was gesehen. Hier ist doch noch... Handbuch der Vogelsprache. Lyrik vielleicht? Handbuch der Vogelsprache. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Was? Ich zeig sie dir. Komm mit. Ey, ich folge was dir. Was sieht er denn alles? Das ist ja unglaublich. Die hat ja eine Sehkraft vom Feinsten. Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Wo ist er hin? Das sind dieselben Symbole. Ach, ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Ey, der hüpft aber auch von Thema zu Thema. Komm zurück. Schmetterling. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Ach, deswegen der Baum. Weil es unser Familienwappen ist. Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Der Hals. Es wird immer schlimmer bei ihm. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Was ist das denn für eine Aussage? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Okay. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt, in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir, reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Es heißt also, wir gehen mit Melly zusammen ihren Bruder holen und das Buch. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Und Hugo bleibt hier. In Sicherheit.